Peter Klein, Liebesverbot bei Promi Big Brother. Dieser Flirt hat sich gelohnt. Seit seiner angeblichen Affäre mit Yvonne Wölker Anfang des Jahres nahm Peter Kleins Karriere mächtig Fahrt auf. Nun konnte Daniela Katzenbergers Ex-Stiefpapa sogar einen lukrativen TV-Deal ergattern. Der hat allerdings einen Haken. Es ist offiziell, Peter zieht in den Promi Big Brother Container ein, ab 20. November, Sat.1, wurde als erster Kandidat überhaupt vom Sender bestätigt. Natürlich wurde prompt spekuliert, dass auch Yvonne wieder dabei ist, wie schon in anderen Formaten. Doch nun verriet ein Produktionsinsider der Bild-Zeitung, dass die Blondine als Mitbewohnerin nicht in Frage komme. Die Dynamik der beiden sei mittlerweile zu berechenbar. Wäre Peter mit Yvonne eingezogen, wäre er nur hinter ihr her gewesen. Die Show hätte an Feuer verloren. Ohne sie? Da weiß keiner, was passiert, und genau das will man. Also aus der Traum vom Harmoniepärchen, das gemeinsam gegen den Rest der Containerbewohner um den Sieg kämpft. Denn das war bisher Peters Strategie, um seine Karriere ordentlich zu pushen. Peter Klein muss ohne Yvonne klarkommen. Ob bei seinem Einsatz als Hobbyhandwerker im Wettkampf in 4 Wänden, die ultimative Bau-Challenge oder im Musikvideo zu seiner ersten Single, Yvonne war stets an seiner Seite, gemeinsam befeuerten sie die Gerüchteküche. Eine Weile war das Geturtel auch ein cleveres Geschäftsmodell, schließlich wollten die Leute wissen, was tatsächlich zwischen Iris Kleins noch Ehemann und Yvonne läuft. Doch nach einem guten Dreivierteljahr scheint das ewige Versteckspiel seinen Reiz verloren zu haben. Im Container muss Peter nun zeigen, ob er auch solo überzeugend genug ist, um Interesse zu wecken. Wenn nicht, könnte es bald vorbei sein mit dem Karriereschub.